Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Ich habe hier mal den Boden noch eingepflegt, dass da jetzt nicht mehr diese Lücke ist. Ja, das habe ich gerade mal offscreen gemacht. Und was wir noch ganz dringend brauchen, sind Mülleimer. Wo sind jetzt diese blöden Wegextras nochmal? Da. Ja, die ganz normalen Parkmülltonnen haben wir immer. So, man sieht auch hier, ne, die snappen ja zu dem Weg. Also da sind wir genau da, wo wir hin wollten. So, und wir können trotzdem noch mal ein paar Parkbänke einfach nehmen. Am liebsten habe ich eigentlich die, weil hier könnten wir vielleicht auch mal was nehmen, wo man sich ein bisschen anlehnen kann. Kann man von da aus ein bisschen in die Welt hinausschauen. Genau, und dann nehmen wir auch noch wieder unsere selbstgebauten. Wo haben wir die denn alle stehen? Auf jeden Fall hier auch irgendwo. Sagte er und fand keine. Doch, da. Wupp. Mein Gott. Die Orientierung fällt einem manchmal ein bisschen schwer. Nicht zu viel. Nur halt so ein bisschen. Genau. Okay, gut. Das wäre das, was wir noch vergessen hatten. Und jetzt gehen wir natürlich in die Natur. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein paar Büschen. Büsche sind immer das Beste. So, und hier darf ruhig dann ein bisschen was Größeres hin. Jetzt würde die Frage, welche hatte ich denn immer so gerne benutzt? Natürlich hier die Farne, das ist klar, versteht sich von selbst. Es gab aber noch welche, die so waren wie der Waldbusch und der grüne Busch. Welche waren das denn nochmal? Ich denke gerade an einen ganz speziellen. Komme ich irgendwann wieder drauf? Die sind es auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Die sind es, wie gesagt, nicht. Hier so ein Eisenholz. Die können wir gut verwenden. Am Saum der Brücke. Nur schon mal, damit sie da sind. Okay, aber wir machen hier weiter. Den hatte ich gerade. Dann nehmen wir halt den hier. Sehr schön ist auch immer hier die Petunien. Die kann man auch farblich anpassen. Der rot blühende Busch ist auch immer sehr schön und gerne gesehen. Und wie gesagt, Fahne, Fahne, Fahne.
hier zum Ende hin darf es dann ruhig ein bisschen dicker werden. Da soll ja auch keiner mehr herlaufen, ne? Hatten wir ja schon gesagt. Da müssen wir es den Leuten so ein bisschen erschweren, dass sie da durch die Dinger durchspringen. Kommen hier noch ein paar Steine hin an den Rand quasi, wie so eine natürliche Steinmauer. Und haben wir da noch Platz für irgendwas? Hier so ein gelbes. Ein paar Farbkleckse hier und dort. Jetzt können wir auch gerne nochmal an der Oberfläche ausrichten. Das ist nämlich für die Fahne immer ganz besonders toll. Da müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht zu nah ran. Oder sollten wir nicht zu nah ran. Hier ist so ein bisschen, ne? Natürlich. Nicht natürlich. Was wollte ich sagen? Mein Gott. Von Menschen gezüchtet und gepflegt. Das Leder machen wir auch weg. Machen wir auch irgendwas Blaues. So, das geht dann wieder über in Farne. An der Stelle müssen wir ein bisschen mehr kaschieren. Was nehmen wir denn jetzt hier mal für Felsen? Ruhig die ganz dunkle, ne? Zu weit. Dann hier die ganzen großen Keulen packen. So, da kann dann die Steinmauer hin, so ein bisschen. Einfach eine Ansammlung von ein paar Steinchen. Oh, hier und dort.
paar etwas größere. Aber trotzdem dann natürlich irgendwie im Boden verschwinden lassen. Der ist immer sehr schön hier. Von der Rundung. Das ist immer sehr passend für solche Sachen. Und dann nehmen wir wieder ein paar kleinere. Genauso wie der. Der ist immer wie so ein Steinpfad. Den kann man dafür super verwenden für solche Sachen. Nochmal so eine andere Form zu erzeugen. Kommen wir wieder ein paar Pflanzen hin. Hier bei den größeren Büschen machen wir auch dann noch mal ein paar größere Steine. So. So. Und fertig. Das passt schon. So, und jetzt natürlich noch mal ein paar Pflanzen für die Übergänge. Und dann nehmen wir dann wieder mal unseren Farn. Diesmal ein bisschen tiefer. Damit er nicht ganz so hoch guckt. Da kann man noch irgendwas hinbauen. Okay, und so sieht es doch dann schon ganz ansehnlich aus eigentlich. Da müssen wir auch noch was machen. Machen wir auch einfach mal einen Farn hin. Stopp, wo ist es? Obwohl, das ist ein bisschen groß, ne? Vielleicht nur so. Nur um den Übergang ein bisschen einzufangen. Genau. Aber das wirkt doch jetzt schon ganz gut. Die Querstreben muss ich noch machen. Können wir vielleicht ansonsten noch jetzt, weil ich überlege gerade. Mal so gerade Bestandsaufnahme. Das ist das, was wir jetzt in der zweiten Staffel bisher gemacht haben. Kann sich sehen lassen, finde ich. Von der Menge her. Also auch jetzt hier, wie der Aussichtsturm eingebunden ist, das ist sehr, 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 sehr schön. Ich würde den Tunnel wahrscheinlich größtenteils alleine machen. Da werde ich mir irgendein Element suchen, was ich dann immer wieder wiederhole. Aber vielleicht mache ich hier auch irgendwo eine Achterbahn. Also dass quasi hier in dem Tunnel der Eingang ist zu einer Achterbahn, die dann hier oben rauskommt und dann irgendwo hier ihr Unwesen treibt. Vielleicht eine Holzachterbahn, vielleicht wird das auch eine etwas größere. Hier muss irgendwo so eine Minenachterbahn hin, so ein Zug. Das wird wahrscheinlich wieder eine Katastrophe werden, wenn wir das bauen. Aber wie gesagt, hier halt auch noch irgendwie, ne? Das sieht ja auch schon so geil aus. Ja, da kommen interessante Sachen auf uns zu. Die Landgestaltung wird noch weitergehen und hier haben wir natürlich jede Menge Platz.
Also es soll nicht da hinten alles stattfinden, sondern es wird schon relativ zügig hier oben auch was sein. Allerdings muss man eben hier erst durch, um dann irgendwo hier rauszukommen. Oder man läuft noch weiter. Also es wird nicht von hier einen Weg nach oben geben, sondern dann von innen. Genau, that's the plan. Jetzt nehmen wir uns mal einmal... Nee, das Teil nicht. Sondern das Teil. Okay, den haben wir uns kopiert. Das heißt, da können wir jetzt in Ruhe auch Sachen löschen. Da sind ja die Baumstämme. Das heißt, da haben wir ordentlich Platz, unseren Schabernack zu betreiben. Irgendwie so zum Beispiel. Gehen jetzt wieder natürlich rein und dann kopieren wir uns erstmal die Eisenstangen. Vielleicht so. Irgendwie so. Ach, falschen Pfeil angeklickt. Oh, warte mal. Die ist aber ordentlich übers Ziel hinausgeschossen. Uppala, das hat zwischendrin gespeichert. So, wollte es noch mal einmal ausrichten. Und dann brauchen wir das und schieben es noch mal so. Das gleiche machen wir hier auch ein bisschen rüber. Ja, wirklich mittig ist es aber nicht jetzt. Ist aber egal, oder? So, ein bisschen drehen müssen wir noch. Ich brauche den anderen Kameramodus. Also okay, da kann ich mit leben. Gut, dann verschieben wir das jetzt. Einen leichten Hang zur Seite. Das ignorieren wir einfach. Hier unten, das ist ja fast ausschließlich für unser Gewissen. Also wirklich was davon sehen tut man nicht. Natürlich, wenn man unten auf der Ebene ist, dann kann man da durchsehen. So, machen wir ein bisschen rüber. Also wir müssen immer so ein Stückchen nach links. Es ist aber auch eine alte Brücke. Hat sich das ein bisschen verzogen.
Ist die Frage, machen wir es da auch? Eigentlich schon, ne? Ich bin soweit jetzt abgekommen. Ob ich das jetzt aber hier noch hinkriege, weiß ich jetzt nicht. Also so, weil es ist jetzt ein bisschen breiter an der Stelle. Okay. Aber, ach, das passt schon. Guck, jetzt haben wir hier nämlich auch so ein paar Querstreben drin. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich als Thumbnail machen soll, weil die Querstreben zu zeigen wäre auch nicht so blöd. Aber hier haben wir ja beides. Wir haben hier Querstreben und Deko. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Zack. Deko und Querstreben, so können wir es dann nennen. Wäre auch ein guter Titel für eine RTL-Detektivserie oder sowas. Deko und Querstreben, die zwei Privatdetektive. Naja, okay. Oder eine Anwaltskanzlei, es geht auch. Deko und Querstreben, die Anwälte. Finde ich lustig. Ist schon wieder so scheiße, dass es tatsächlich auf RTL kommen könnte. Oder RTL 2 oder jedem anderen Sender, die produzieren alle den gleichen Mist. Naja, okay, Hauptsache wir produzieren keinen, deswegen schicke ich jetzt einen schönen lieben Gruß in die Runde und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Planet Coaster gemeinsam wieder und bis dahin habt ihr dann wie immer einen super Tag.